Servus, moin, hallo und zurück hier im FIFA 15 Karrieremodus mit dem VfB Stuttgart in der ersten Saison, hier im Part Nummer 11 und es geht jetzt hier zum Bundesliga dritten Spieltag hinein mit der Aufgabe FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart. Hier sind wir noch bei der Trikotauswahl und ich würde sagen, wir spielen in unserem Heimtrikot, FC Bayern München in deren Heimtrikot. Und dann geht's gleich los in der Allianz Arena an diesem 2. September 15:30 bei Regen. Die Einstellungen sind soweit in Ordnung. Tor News haben wir aktiviert. Ob sie einlaufen werden, werden wir sehen. Und dann würde ich sagen, spielen wir die Partie. Sollte es zu Lex kommen oder zu Ruckler. Ich nehme das Ganze in der Kombination Fraps Camtasia auf. Und weil das hier grafisch gesehen die bessere Variante ist, weil bei dem guten Programm die X-Tory gibt es nur Lags ohne Ende und für alle diejenigen, die mit die X-Tory aufnehmen sollten, sollten sie es sich gut überlegen, weil das in der Kombination nämlich nicht so gut ist. Und jetzt würde ich sagen, geh mal rein. Hier sind wir in der Bundesliga. Und ich muss die Kommentare wieder runterschalten, schade. Mache ich dann gleich. Habe ich wieder vergessen, nicht drauf geachtet. Bayern München gegen den VfB Stuttgart. Der Trainer scheint. So, und wir spielen mit unserem Neuzugang Idriss Kameni im Tor, dem Kameruner. So, wo bist du denn, lieber Kommentator? Du wirst ausgeschaltet. Lag daran an den Prognosen, die ich noch aufgenommen habe. Zuletzt. Und dann würde ich sagen, geh mal rein. Gegen den FC Bayern München. Erster Ballverlust hier, Lewandowski mit dem Einwurf. Thiago, der eigentlich verletzt ist, noch in der Realität. Probleme, glaube ich, an der Patellasehne. Und wir können hier den Ball von Rode klären. Martial, Fehlpass, aber den holt er sich wieder zurück. Gnabry. Und Rafinha hat den Ball, Gentner konnten sich holen. Und der letzte Sieg vom VfB Stuttgart bei Bayern München liegt ein bisschen länger zurück, glaub. War in der Zeit, wo Christian Groß noch Trainer war, 2:1 damals. Christian Groß, der ehemalige Erfolgstrainer vom FC Basel, Bayern mit dem 1:0, Thomas Müller 10. Minute. Und damit liegen wir hier zurück. Gucken wir es uns nochmal an. Rode auf Müller und Kameni ohne Chance. Wir laufen jetzt hier in dem Rückstand hinterher. Mal schauen. So, mal gucken. Kriegt er den Ball? Nein, schade. Und Rafinha erstmal mit dem Ball ins Aus. Jetzt wird wahrscheinlich nochmal das Tor eingespielt. Oder auch nicht. Gnabry bekommt den Ball. Flanke nach innen. Maxim. Die Bayern-Verteidigung kann hier klären. Lewandowski. Aber ich muss schon sagen, es läuft sehr flüssig. Ich nehme das Ganze ja mit Fraps auf in den Einstellungen 60 FPS Full Size. Und bis jetzt läuft es ohne Probleme. Ich weiß nicht, was bei den anderen Kollegen das Problem ist. Weil der gute Dr. Jones hat zuletzt damit aufgenommen, hatte einige Ruckler und Lags drin. Und er meint, es liegt an Camtasia. Aber ich nehme ja auch mit Camtasia auf. Und das Problem war da nicht gegeben. Schweinsteiger, Lewandowski, neben der Gasten von der Bolle. Sehen wir hier nochmal in der Wiederholung. Schweinsteiger, der Kapitän der Münchner, scheint wohl der Philipp auszufallen. So, Martial verliert den Ball an Alaba und zunächst einmal mit dem Fehlpass und wieder Thomas Müller am Ball. Lewandowska und wir haben den Ball. Gnabry.
auf Martial, Martial mit dem Ball ins Außen. Rafinha, Martinez. Martial kriegt den Ball, Holger Badstuber klärt in der Realität wieder verletzt. Der kleine Pechvogel vom FC Bayern, so wie man sagen kann, leider. So, er mit dem Balance aus ist wieder eine Möglichkeit für uns, währenddessen wir hier einen schönen Blick von der Allianz Arena hier bekommen. Ist ja noch die Wirkungsstätte vom TSV 1860 München, darf man ja nicht vergessen. Wird ja immer großartig gesagt, die Arena der Münchner. Martial. Jesse. Aber vergessen wir den Ball mal. So, ich glaube in der letzten Partie in der Bundesliga-Saison hat Werner, glaube ich, einen Auswärtstop in der Allianz Arena gemacht. Jesse. Der war nicht schlecht, meine Güte. Der hätte fast gepasst. Durch den Regen war er noch abgefälscht. So, und wir kriegen hier den Freistoß aus einer recht guten Position. Ist natürlich die Frage, ob ich Freistöße schießen kann. Alexandro Maxim ist eigentlich ein sehr gefährlicher. Jetzt kriegt man hier die Information über die taktischen Freistöße. Du kannst jetzt bei Freistößen einen dritten Schützen hinzuziehen. Jeder Schütze kann passend schießen, über den Ball laufen und so weiter. 23 Meter. Wir versuchen es auf den Mann, okay? Gar nicht mal so schlecht. Gute Möglichkeit trotzdem für uns. Wir haben wieder deutlich weniger Ballbesitz. Ist ja auch klar, Bayern ist da auch in der Realität immer sehr dominant. Mit, glaub, 70% oder sowas. Aber selbst wenn man jetzt 1000% Ballbesitz hat, was eigentlich gar nicht gehen könnte, werden die Bayern trotzdem Herr der Lage. Idriss Kameni, den wir aus Espanyol Barcelona geholt haben, jetzt, damit wir einfach nochmal einen gestandenen Keeper haben. Weil wenn man es hier mit den Jungen versucht, ist ja immer so eine Sache. Da fehlt die Erfahrung und so weiter. Jetzt sieht hier Thomas Müller die gelbe Karte vom Referee, der Torschütze zum 1:0. So, und Marquinhos, der den Ball jetzt hier... bringen kann. Und wir liegen hier nach der Pause mit 1:0 zurück gegen den Rekordmeister aus München. Hier sehen wir nochmal das Tor nach Vorlage von Sebastian Rode. Und Kameni hat da keine Chance. Dann hier nochmal eine Chance, die neben den Kasten ging von Bastian Schweinsteiger. Und hier die Foul-Attacke hier vom Thomas Müller, der dafür den gelben Karton bekam, wie wir hier sehen können. Und jetzt haben wir die Pause, Halbzeitergebnisse. Leverkusen ist in Front 1:0 gegen Werder Bremen, Frankfurt 2:1 gegen Augsburg, Paderborn 1:1 gegen Köln und Hoffenheim Wolfsburg 0:0. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in die zweite Hälfte. Jetzt kommt erstmal Mario Götze für Thiago. Müller immer noch gelb vorbelastet. Den Ball hätte man nehmen können. Rafinha auf Müller. Immer noch Müller. Und Sakai klärt den Ball jetzt einfach mal nach vorne, aber nicht so richtig nach vorne. Wir kriegen den Ball. Slapstick-Einlage. Lewandowski. Kameni kann hier retten, aber das war sehr knapp. Das hätte auch ins Auge gehen können. Hier können wir es nochmal anschauen. Er kriegt den Ball, aber denkt dir mal, der wird hier noch ins Tor abgefälscht. Es ist erst 2:0 der Bayern und die Vorentscheidung hier in der Partie. Und unser Mann kann hier klären, es gibt die nächste Ecke für den Rekordmeister aus München. So, nächste Ecke, Abstoß. Den Kameni jetzt nach vorne bringt. Martinez, in der Realität auch verletzt.
der gute Spanier Xavi. Einer von vielen Spaniern mittlerweile beim FC Bayern. Man muss es sagen, seit Guardiola dort Trainer ist, kommen die Spanier nur so geflogen. Man könnte meinen, FC Barcelona 2 in München. Dass man meint, eine Fahrmannschaft wäre da jetzt theoretisch. Müller. Und war das jetzt ein Foul von uns oder von Bayern? Vom Bayern-Akteur! Thomas Müller, zweites Foul, gelb-rot. 62. Minute. Bayern damit nur noch zu 10. Und hier sehen wir es nochmal. Nach Foul an unserem Jesse. Und ich überlege mir jetzt zu wechseln. Timo Werner geht auf die rechte Seite, tauscht die Seite mit Jesse Rodriguez. Und für Gnabry kommt jetzt ein bisschen Erfahrung in den Sturm mit Vedat Ibisevic. So, da sehen wir den Thomas Müller, der jetzt ja vom Platz geflogen ist. Kam der Wechsel noch? Ich habe es jetzt gerade nicht mitgekriegt. Und wir haben den Einwurf. Und die Position ist gar nicht mal so schlecht. Ibisevic gleich mit seinem ersten Schuss. Aber den können wir, glaube ich, hier vergessen. Aber ich finde es gar nicht mal so schlecht in dem Scoreboard, dass da oben jetzt die rote Karte so markiert ist. Das sieht man ja in einigen europäischen Ligen, wie in Frankreich zum Beispiel an dem Scoreboard der Ligue 1, dass sie das auch so machen. Ibisevic! Oh, Mann, oh. Der war nicht schlecht. Aber leider nicht ins Tor bekommen. Schweinsteiger mit dem Ball ins Aus. Wir haben hier wieder einen Wurf. Und jetzt gibt es einen Wechsel für die Münchner. Und zwar verlässt Robert Lewandowski das Spielfeld und für ihn Claudio Pizarro. Nochmal ein Wechsel in der Offensive. Den könnten wir theoretisch auch nochmal machen. Und zwar Daniel Didavi für Alexandro Maxim. So, da kommt der Claudio Pizarro, den erkennt man nicht wirklich. Sein 3D Gameface hier. Und jetzt nochmal Daniel Didavi für Alexandro Maxim unter einem Five-Konzert. Und ich nehme hier für euch am Feiertag auf. Also am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit, dachte ich mir, okay, sitze dich hin, nimmst auf, damit ihr ein Video habt für die Tage. Weil ich muss jetzt demnächst wirklich viel vorproduzieren, weil mein Studium, wie gesagt, wieder anfängt. Und man eher den Fokus darauf legen sollte, nicht hier auf YouTube. Weil das kann man machen, wenn man recht groß ist, wie jetzt der Modern Consumer zum Beispiel. Oder Harald Frenkel. Die Davi. Ja. Ein Schuss, würde man sagen, so in die dritte Etage oder so. Neuer mit dem Abschlag nach vorne. Die Davi kommt an den Ball, verliert ihn aber an Bastian Schweinsteiger. Und jetzt fängt sie an, ein bisschen zu lecken. Zwar wird mir bei mir konstant 30 FPS angezeigt. So, der versucht hier den Ball zu mauern. Zeitspiel par excellence. Aber das sind wir ja bekannt. Kennen wir ja vom guten Peruaner Pizarro. Der Rekord. Torschütze und jetzt hier fast das 2:0 durch Mario Götze. Und jetzt wechsle ich noch zum letzten Mal, auch wenn es uns nichts bringt hier. Nochmal Kevin Corani für Martial. Ein gehendes Five-Konzert. Vielleicht kriegt man es ja jetzt noch hin. Mit einer guten Einzelaktion der Ball erstmal ins Aus. Martinez bringt den Ball nochmal nach vorne auf Claudio Pizarro. Wird von unserem Mann hier noch ins Ausgeklärt. 5 Minuten Nachspielzeit hier in der Münchner Allianz Arena.
beim Stand von 1:0 hier im Regen von München. Alaba, Martinez, Pizarro, und Schlusspfiff. Das Spiel endet leider mit der ersten Saisonniederlage für uns, nachdem wir zuletzt einmal unentschieden und gewonnen haben. Aber gegen Bayern München ist es schon in Ordnung, die durch das Tor gewonnen haben vom liebenswerten Thomas Müller, der auch geflogen ist. Und hier sehen wir nochmal die ganzen Highlights der Partie jetzt. Hier nochmal das Tor von Rode schön vorbereitet. Und da hatte unser Kameni keine Chance, der hier mit der Nummer 26. Dann Lewandowski neben den Kasten. Aber wir hatten auch ein paar gute Möglichkeiten dabei. Kann man schon sagen. Und dann gucken wir mal in die Statistiken. Bester Spieler von uns hier Marquinhos noch mit einer 7,2. Und sonst war das heute eher nichts. Bei den Bayern war Manuel Neuer bester Mann mit einer 7,6. Unser Torhüter mit einer 7,4 hat es auch nicht schlecht gemacht. Von der Leistung kann man nochmal durchgucken. 100% der Pässe kamen an hier bei Marquinhos. So, dann können wir weitergehen. Sehen wir hier die Ergebnisse, da gucken wir auch mal nochmal auf die Tabelle. Und wir sind auf Platz 9, das ist in Ordnung. Sollte die Saison vorbei sein, würden wir da wahrscheinlich irgendwie eine Entlassung bekommen, weil es nicht reichen würde. Champions Cup hat noch nicht angefangen, die Champions League mit den Gruppen hier, die nicht realistisch sind. Beim nächsten Mal sollte man eine neue Karriere oder sowas starten, würde das auf jeden Fall mal gemacht werden. Fehlstart für Sphinx Mido. In dieser frühen Ligabegegnung besiegt der FC Bayern VfB Stuttgart mit 1:0. Die meisten Experten halten dieses Ergebnis aufgrund der Spielanteile auch für angemessen. Weitere Debütanten im letzten Spiel Carlos Idris Kameni. Der frisch gebackene VfB-Trainer Sphinx Mido machte nach der Niederlage im dritten Spiel heute keinen Hehl aus seiner großen Enttäuschung. Allein schon die Körpersprache von Sphinx Mido sprach dabei Bände. Auf die unerbittlichen Fragen der Journalisten reagierte er häufig nur mit Kopfschütteln oder hilflosen Schulterzucken. Nach nun drei Partien schon derart am Boden zerstört zu sein, erschien dann doch vielen ein wenig übertrieben. Vor allem der VfB-Vorstand dürfte befremdet sein. Schließlich hatte er Sphinx Mido zum Vereinstrainer gemacht, ob ihm jetzt wohl erste Zweifel an der Eignung des neuen Mannes kommen. Niemand will den Erfolg dieser Mannschaft so sehr wie ich. Ich empfinde es nach wie vor als große Ehre, hier als Trainer arbeiten zu dürfen, sagte Sphinx Mido, nachdem er in den letzten Wochen mehr und mehr ins Kreuzfeuer der Fans geraten war. Die Mannschaft blieb weit hinter den Erwartungen der Fangemeinde zurück. Und so etwas wird natürlich erst einmal den Trainer angelastet. Ein Fan brachte es dann auch dramatisch auf den Punkt. Er muss das Team wieder auf Kurs bringen, bevor wir das Vertrauen in ihn völlig verlieren. Das sind natürlich gar nicht gute Worte, die wir hier hören. Jetzt haben wir Länderspielpause. Sehen hier einen Scout-Abschlussbericht zu Stefanos Capino, dem griechischen Keeper vom FSV Mainz 05, der an sich schon recht gute Werte hat, aber das ist jetzt für uns nicht interessant. Wir legen den Fokus hier auf das nächste. Leali wurde jetzt gescoutet. So, die Pressekonferenz für die Begegnung gegen Hoffenheim, die für uns immens wichtig ist. So, dann würde ich sagen, loben wir einfach mal unsere Spieler. Areola wurde zu Ende gescoutet. Sind auch noch nicht so gute Werte, außerdem ist er verliehen. Und Leali, das ist ähnlich, sind recht gute Talente, keine Frage. Mögliche Nationaltrainerposten interessiert mich gerade nicht so wirklich. Weil wir haben jetzt hier die Aufgabe gegen Hoffenheim vor der Brust, dann das Spiel in Dortmund. So, gucken wir einfach jetzt mal auf die mögliche Elf, die hier spielen kann. Man konnte das doch irgendwie mal machen, dass wir so nach Frische oder sonst was sortieren. Mittelstürmer, nee, er ist schon Stürmer hier. Und dann gucken wir mal, wie wir jetzt hier starten werden.
Oder gehen wir auf die Standardaufstellung zurück mit einem Stürmer? Das können wir natürlich versuchen. Dann ist aber hier einer wie er hier fehl am Platz. Mit Maxim als Anfang? Nee, ich würde mal sagen, Vedat doch mal anfangen. Und für Kameni kommt Skuffet dann zum Einsatz. Gnabry hier scheint ein wenig verloren zu sein auf der 6. Von daher wird da Rudi dann spielen. Und ich denke mir, das könnte man eigentlich so lassen. Würde man sagen, für Kameni kommt hier jetzt ein Romeo noch mit. So, dann würde ich doch mal sagen, was ist hier? Mannschaft ist aufgestellt, nächste Partie gegen Hoffenheim. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Habt noch einen schönen Tag, genießt meine weiteren Videos und wir werden es dann sehen. Bis dahin, macht es gut, euer Sphinx Mido. Servus.